ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ganz herzlich willkommen heute zum Mittwochsimpuls. Man hört schon, wo ich stehe. Ich bin im Tunnel von Aubach Richtung Breitscheid. Und es ist dunkel. Und doch leuchtet mir ein Licht. Ich bin im Tunnel, in der Dunkelheit. Und manche Menschen befinden sich auch gerade jetzt in dieser dunkler werdenden Jahreszeit in einer Art Tunnel. Uns fehlt da die Sonne oder wir werden etwas depressiver, weil wir nicht mehr so gut nach draußen können. Und euch möchte ich heute auch sagen, euch scheint auch ein Licht in der Dunkelheit. Denn der Tunnel, er mag uns vielleicht lang vorkommen. Doch auch wenn wir in die ein oder andere Richtung sehen und viel Dunkelheit sehen, so erkennen wir doch auch am Ende des Tunnels, da scheint ein Licht. Und die Bibel, sie berichtet uns von vielen dieser Art Tunnel. Gerade in dem Psalm. David erzählt davon Anfechtungen und er weiß aber auch, am Ende wird Gott ihn halten. Oder dort heißt es auch, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Die Psalmen, sie geben uns auch Orientierung, so wie Jesus uns Orientierung gibt, der auch sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Christus, dein Licht, vertreibt unsere Schatten und du sagst uns auch, ihr seid das Licht. Gott ist unser Licht auf unserem Weg. Und auch das haben wir am Anfang in dem Psalm 23 schon gehört. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, da fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und es gibt noch wesentlich mehr Geschichten in der Bibel. Zum Beispiel geleitet Gott auch Mose durch die Dunkelheit, obwohl bei ihm war es wohl eher helle Sonne, durch die Wüste. Aber es war für Mose sicherlich wie der Weg durch einen endlos langen Tunnel. Und Gott geht mit, tags als eine Wolkensäule und nachts als eine Feuersäule, als ein Licht auf dem Weg. Und so wünsche ich uns auch für die vor uns liegende, etwas dunklere Jahreszeit ganz viel Mut und Licht, denn es wird nicht ewig dunkel sein. Und am Ende des Tunnels, da scheint ein Licht. Wir müssen den Weg nur mutig vorangehen. Gott geh mit, Gott geh mit.